Was soll ich sagen? Wir sind hier immer noch. Also ich zumindest. Aber auch die Theater und Orchester in Niedersachsen. Ich bin Marianne aus dem ICE im Stück Klimatrilogie. Letzten Herbst sind Kultur- und Orchesterschaffende in ganz Niedersachsen auf die Barrikaden gegangen, weil die Landesregierung immer noch zu wenig Kohle für die Kultur rausrückt. Jetzt, im Herbst 2022, sind Landtagswahlen. Und es könnte sein, dass sich politisch irgendwas ändern wird. Höchste Zeit also, um den KulturpolitikerInnen aus allen Fraktionen mal auf den Zahn zu fühlen. Könnte ja sein, dass wir rauskriegen, wem man folgen kann und wem man nicht. Vergangenes Jahr sind Theater- und Orchestermenschen auf die Straßen gegangen und verschiedene Aktionen gemacht. Und dennoch besteht der Eindruck, dass sich nichts verbessert hat. Mhm. Die Theaterschaffenden sagen immer und immer wieder, sie werden nicht gehört. Meine Frage an Sie ist, was würden Sie machen, um besser gehört zu werden? Also ich denke, dass zum einen Demonstrationen oder Aktionen vor dem Landtag oder wo auch immer ein richtiges Mittel sind. Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, das Gespräch zu suchen, so wie wir das jetzt tun, also das bilaterale Gespräch. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sowas wie Alphabetisierung zu betreiben, also auch Abgeordnete oder andere Politikerinnen und Politiker in den kommunalen Vertretungen zu erreichen, die aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht werten, aber nicht so einen Zugang haben zu Kultur. Die werden schon gehört. Und ich glaube, es hat sich gerade in der jetzigen, bei den jetzigen regierenden Parteien ein schlechtes Gewissen entwickelt. Mhm. Weil eben doch gerade auch die KulturpolitikerInnen gerne mehr machen würden, als sie machen können. So. Das muss sich ändern. Davon bin ich überzeugt und dafür trete ich ja jetzt auch wieder an für den Landtag. Und wir müssen trotz knapper werdender Kassen tatsächlich endlich einen Weg finden, wie Kultur, eben Theater, freie Theater oder der gesamte Bereich besser und, wie ich auch finde, nachhaltiger finanziert wird. Sie machen das nicht uns zuliebe. Die ganze Veranstaltung machen Sie nicht für uns, machen Sie nicht für die Politik, sondern Sie machen sie für die Bürger, weil Kultur ein wichtiges Gut ist und die Bürger das auch als solches empfinden müssen. Wenn Sie es nicht mehr tun, sondern wenn Sie sagen, wir haben jetzt andere Wünsche, die für uns wichtiger sind, billiges Gas und billigen Strom oder sonst irgendwas, dann müssen wir in der Politik dem auch folgen. Also die Rettung liegt nicht darin, die Politik zu überzeugen, sondern die Rettung liegt immer darin, dass die Menschen sagen, das ist uns wichtig, das wollen wir haben und dann wird die Politik dem automatisch folgen. Also ich glaube, dass es sozusagen eine strukturierte Beteiligung von Kulturschaffenden in der Kulturpolitik des Landes braucht. Also es wird jetzt auch eine Kulturkommission eingerichtet, um Kulturschaffende stärker auch in Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen zu lassen. Ich glaube, dass das ein erster wichtiger Schritt ist. Aber am Ende steht und fällt das Ganze mit dem Geld, mit der haushaltspolitischen Prioritätensetzung. Wenn man sich so Theaterbudgets anguckt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das hier der Fall ist. Ich denke mal, Personalbudget wird hier auch 70-80% des Gesamtbudgets ausmachen. Wenn man dann keine Tarifsteigerung übernimmt, muss man schlicht und ergreifend dann am Programm, am Spielplan kürzen. Vielleicht auch an den ganzen Add-ons, an den zusätzlichen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Das kann nicht im Landesinteresse sein und deshalb muss dann im nächsten Jahr, wenn der Nachtragshaushalt im Jahr 2023 ansteht, dann vielleicht auch nochmal über den kulturpolitischen Etat nachgedacht werden. Es besteht nämlich der Eindruck, dass dem Land Niedersachsen seine Kultur nicht wichtig genug ist. Es steht immer noch auf dem drittletzten Platz im Ländervergleich in den Pro-Kopf-Ausgaben. Jetzt gerade geht es darum, Tariferhöhungen auszugleichen. Und meine Frage wäre, wie kommen wir zu mehr Geld? Ich glaube, zu mehr Geld kommen wir, wenn sich diejenigen, die nachher die Regierung bilden und vor allem die KulturpolitikerInnen, sich nochmal ihre FinanzpolitikerInnen beiseite nehmen und deutlich machen, ohne dass da Geld für die Kultur rausspringt, wird da nichts passieren. Das ist mein Ziel. Und das geht natürlich nicht auf einmal. Also wir werden nicht auf einmal in dieser Statistik einen Quantensprung machen. Aber mir persönlich schwebt schon vor
ein Budget, also zu überlegen, was braucht die Kultur und eine Untergrenze zumindest festzulegen, unter die in den nächsten 5 Jahren Kulturausgaben nicht sinken dürfen? Also ich glaube, dass es so im finanzpolitischen Bereich gibt so 2 Herausforderungen. Das erste ist, ich würde es mal so sagen, die Grundfinanzierung. Also den Kulturetat haben Sie angesprochen. Ja. Dass wir da sozusagen zu einer erhöhten Grundfinanzierung kommen. Zum Beispiel kann es ja im nächsten Koalitionsvertrag ein Ziel sein, dass man versucht, von dem drittletzten Platz wenigstens ins politische Mittelfeld der Länder zu kommen, was die Kulturausgaben pro Einwohner in Niedersachsen angeht. Das kann sich ja als mindestes Ziel, unabhängig davon, welche parteipolitische Option dann ab Oktober ins Spiel kommt in Hannover, ja vielleicht jede Partei auf die Fahne schreiben. Und das zweite Entscheidende ist, dass, egal auch wer regiert, dieses Jahrzehnt eine Dekade der Investitionen sein wird. Was meint das? Krankenhäuser, Hochschulen, Polizeigebäude und Co. sind marode. Das heißt, wir müssen gerade in diese Infrastruktur investieren. Und jetzt muss der Kulturbereich, muss Marianne aufpassen, dass die ganze Dekade der Investitionen nicht an dem Kulturbereich vorbeigeht, sondern der Kulturbereich auch eingeschlossen ist. Warum ist das wichtig? Weil auch in den großen Häusern, weil aber auch in den kleineren Häusern großer Investitionsstau da ist, in der Technik, in den Gebäuden. Und deshalb sind jetzt die Kulturschaffenden auch an der Reihe zu sagen, bei uns besteht auch der Investitionsstau, nicht nur in Krankenhäusern, nicht nur in Hochschulen, nicht nur in Polizeigebäuden. Und deshalb muss sich diese Dekade der Investitionen auch auf den Kulturbereich erstrecken. Erst einmal zu den Rankings. Ich glaube Ihnen das, wenn Sie sagen, dass das der dritte Platz ist. Man muss aber immer, weil die Länder durchaus unterschiedlich strukturiert sind, und man muss immer Land und Kommunen als eine Einheit sehen, weil wir letztlich im Landtag entscheiden, wie viel Geld wir auch aus der Steuerverbundmasse an die Kommunen direkt weiterleiten. Und es gibt durchaus Länder, die haben noch einen stärkeren kommunalen Anteil in der Kultur und andere, die einen höheren Landesanteil haben. Das ist aber keine Kunst. Ich kann den Kommunen aus der einen Tasche das Geld wegnehmen, es in die Kultur tun, aber das bringt der Kultur am Ende nichts. Sodass man eigentlich für einen fairen Vergleich schon auch mit den Stadtstaaten, für einen fairen Vergleich schon mal sehen muss, wie viel kommt denn insgesamt aus Land und aus Kommunen in der Kultur an. Das wäre ein fairer Vergleich, denn wir haben durchaus auch große Anstrengungen in den Kommunen, die das für ihre Bürger tun, sehr unmittelbar. Und das Land ist dann häufig nur der Komplementär, der, sei es bei den kommunalen Theatern oder auch bei den freien Theatern, der einfach ein bisschen Hilfe gibt nach bestimmten Kriterien. Aber die Hauptaufgabe, mal abgesehen von den Staatstheatern, von den Landesmuseen, ist eher eine kommunale, bei der wir unterstützend und helfend tätig sind. Und deswegen muss man das immer als ein Gesamtkonzept sehen. Ja, das ist eine interessante Frage. Also in den letzten 5 Jahren haben wir ja einiges zu Kultur gemacht, auch Geld gegeben, aber das war tatsächlich immer über die sogenannte politische Liste. Also die Regierungsfraktionen waren ein bisschen, wenn man so will, der Reparaturbetrieb dessen, was das Ministerium nicht geleistet hat. Aber dennoch haben Sie vor kurzem das Kulturfördergesetz verabschiedet, was ja auch gerade von Ihrer Partei ein großes Thema war, das noch zu verabschieden in der Legislaturperiode, die gerade zu Ende geht. Dennoch habe ich mich umgehört und habe das Gefühl gehabt, dass niemand in der Politik so richtig zufrieden damit sei. Ich habe immer wieder gehört, es sei zumindest ein erster guter Schritt, aber der zweite muss noch folgen. Also meine Frage ist, wann passiert denn der zweite Schritt und was ist das? Also ich vergleiche das mal, wenn Sie einen Verein gründen oder wenn Sie, Verein ist gut, kann jeder sich vorstellen, Sie beschließen sich erstmal, geben sich eine Satzung an, was sind die Grundsätze, wie Sie miteinander auskommen wollen. Und dann ist der zweite Schritt, dass Sie sich einen Haushaltsplan geben. Wie viel Geld können wir einnehmen, was haben wir und wie viel davon wollen wir wie investieren. Mhm. Und das sind durchaus unterschiedliche Diskussionspunkte. Und wir waren jetzt mit dem Kulturfördergesetz eigentlich eher auf der Satzungsebene. Und das war bitter nötig, denn dieses Land Niedersachsen, seit 75 Jahren besteht dieses Land und hat kein Kulturgesetz, Kulturfördergesetz, obwohl wir eigentlich immer die Kulturhoheit als Länder beanspruchen, reklamieren und Wert darauf legen, dass wir dafür zuständig sind. Und da haben wir, glaube ich, etwas nachgeholt, was man auch schon früher hätte tun können.
Aber wir haben uns auch gesagt, um diesen Prozess in dieser Legislaturperiode auch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und uns nicht im Klein-Klein, wer will noch hier und wer will noch da und in den ganzen finanziellen Interessen zu verstricken, haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal diese grundlegende Satzung. Das ist also quasi ein Korb, der aber durchaus definiert, wo das Land Verantwortung sieht und wo das Land die Verantwortung nicht hat. Also ich würde das Kulturfördergesetz tatsächlich erstmal positiv bewerten wollen, in der Hinsicht, dass Kultur mehr ins Rampenlicht des Parlaments dadurch rückt. Und ich glaube, dass das eine Grundvoraussetzung ist, mehr Geld ins System zu bekommen. Entscheidend wird natürlich sein, wie die Landtagswahl am 9. Oktober ausfällt, welche Parteien in eine Regierungskoalition gehen. Und dann wird ein erster notwendiger Schritt sein, dass es ein Bekenntnis zu mehr Geld ins System, beispielsweise im Koalitionsvertrag, der dann regierungsbildenden Fraktionen gibt. Ich finde, das ist unredlich. Wenn man es ernst meint mit den Kulturschaffenden, dann muss man sie von Bürokratie befreien. Das heißt, dass mehr Mittel bei den Künstlerinnen und Künstlern, bei den Verbänden auch ankommen und sie nicht so viel Zeit für das Ausfüllen von Formularen verbringen. Und wir brauchen vor allen Dingen auch eine finanzielle Absicherung in so einem Kulturfördergesetz. Das heißt, was macht man jetzt daraus aus diesem Kulturfördergesetz für die nächste Landesregierung? Wahrscheinlich auch wieder unabhängig von der parteipolitischen Konstellation, muss man dieses Kulturfördergesetz, ähnlich wie das in Nordrhein-Westfalen der Fall war, zu einem Kulturgesetzbuch weiterentwickeln, wo dann eben Verbindlichkeiten, was die Arbeitsbedingungen betrifft, aber Verbindlichkeiten auch bei Mindesthonoraren und in der allgemeinen Kulturfinanzierung dann auch gesetzlich abgesichert sind. Dann macht es einen Mehrwert. Der gute erste Schritt ist, dass man jetzt in ein Gesetz das gegossen hat, was in allen möglichen Vereinbarungen eh schon drin steht. Also ich kann sagen, dass der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Niedersächsischen Landtages uns sehr deutlich gesagt hat, dass es dieses Gesetz eigentlich nicht braucht. Und deshalb ist es vielleicht auch eher eine Bauchpinselei für die Kultur, die dann gesagt hat, besser das als nichts. Wir hätten es aus meiner Überzeugung, so wie es jetzt da ist, nicht gebraucht. Es bräuchte letztendlich, um Wirkung zu entfalten, ein Finanzaspekt oder eine Finanzkomponente, die da eben nicht drinsteht. Ich glaube, das wird der Aushandlungsprozess sein, wer immer dann auch die Regierung stellt, wie man diese Zusammenstellung, diese Auflistung in einem Dokument auch so ausgestaltet, dass daraus auch wirklich Taten folgen können. Jetzt kommen Wahlen und Sie kommen in Regierungsverantwortung. Die FDP kommt in Regierungsverantwortung und Sie werden Kulturminister. Stellen wir uns mal vor, von welcher Theaterfigur würden Sie sich für Ihren ministerialen Führungsstil inspirieren lassen? Ich habe drei Vorschläge. Ich hoffe, ich kenne eine. Lady Macbeth, ja. Jungfrau von Orléans oder Hamlet? Ich glaube, für den Regierungsstil wahrscheinlich die Jungfrau von Orléans. Es ist, glaube ich, kommt sozusagen mit Blick auf den Enthusiasmus, mit Blick auf, auch auf die notwendige Durchsetzungsstärke, jetzt vor allen Dingen darauf an, dass dir der Kulturminister kein Schattendasein innerhalb des Landeskabinetts fristet. Und von daher ist das Entscheidende, jetzt Durchsetzungsvermögen am Kabinettstisch an den Tag zu legen. Weil momentan haben wir das natürlich das Problem, dass sich der Kulturminister häufig gegen den Finanzminister nicht durchsetzen kann. Und deshalb ist Durchsetzungsfähigkeit die wichtigste Attitüde für den Kulturminister. Und da ist das, glaube ich, die gelungenste Inspiration. Lady Macbeth. Ich würde lieber Antigone wählen. Auch eine gute Idee. Warum Antigone? Ist eines der ersten Stücke, was ich als Jugendliche gesehen und gelesen habe, sogar in unterschiedlichen Versionen. Und es ist eine Figur, die mich immer sehr inspiriert hat. Ich will jetzt mich an diesen Parallelen nicht orientieren, sondern Ihnen sagen, woran ich mich orientieren würde in der Kulturförderung. Ich glaube, dass wir
mehr auf die Menschen hören müssen. Ich habe Ihnen vorhin schon einmal gesagt, dass am Ende die Kultur bei den Menschen ankommen muss. Sie muss nicht uns begeistern in der Politik, sie muss auch nicht die Ministerien begeistern, sie muss die Menschen begeistern. Warum braucht es Theater? Nehmen Sie sich ein Requisit raus und formulieren Sie anhand des Requisits ein deutliches Bekenntnis zum Theater. Es geht ja schon gut los. Da sieht man die Unterfinanzierung, ne? Ja, das ist, ja. Ich habe diese Banane gewählt, weil häufig ist Kultur so ein bisschen auch, oder muss Kultur auch Politik so ein bisschen auf Hops nehmen. Mhm. Also Kultur lebt so ein bisschen von Staatsferne. Mhm. Sie hat auch die Aufgabe, Politik zu hinterfragen und manchmal auch die Banane auf den Boden zu werfen, woran der eine oder andere Politiker da noch ausrutschen darf. Und diese Aufgabe von Kultur, die ist manchmal so ein bisschen abstrakt, ist aber für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig, auch als Korrektiv außerhalb des Parlaments für die politische Kultur in Niedersachsen, Deutschland zu wirken. Deshalb habe ich jetzt einmal mal diese Banane genommen. Also ich habe das Einhorn ausgewählt, weil das Einhorn steht für Vielfalt, das Einhorn steht für Frieden und Verständigung. Theater braucht es, weil ich damit auch stumme Fische zum Sprechen bringen kann. Es braucht Theater, weil die Menschen aus ihrem normalen Alltag herausgerissen werden müssen. Und ich habe mich entschieden, das an diesem Requisit aufzuzeigen, denn das ist eigentlich etwas, was es in der Realität nicht gibt. Dieses Pferd mit dem Horn, quasi dieses Einhorn, das ist etwas, eine neue, das erweitert die Vorstellungswelt, weil man das eben aus seinem Alltag nicht herauskennt. Und das ist, glaube ich, die Funktion von Theater, mal neben sich zu treten, mal einen anderen Blick auf sich selbst zu gewinnen und dadurch auch mehr über sich selber zu erfahren, indem man einfach mal aus seiner alten Rolle heraustritt. Und wenn einem das im Theater gelingt, glaube ich, hat man für sich selber viel gewonnen.